Auf geht's, Rekrut. Ja, willkommen zu Final Fantasy 7. Ist jetzt das 3. Mai, jetzt, als ich das Intro gesehen habe. Musst du jetzt so ein bisschen umstellen wegen der Aufnahme. Ja, ich kenne Final Fantasy 7 aus dem Jahr, ich glaube 95, 96 war das erste Mal, wo es PC für PC gab. Und sie haben sehr viel mit reingemacht bisher. Mal gucken, wie sich das Spiel im Laufe der Zeit noch entwickeln wird. Ich bin sehr gespannt, wir spielen auf normal. Das heißt, wir müssen alles selber machen. Ja, das ist quasi das, was wir machen. Unser Auftritt. Mit X führst du einen Angriff aus. Halt X gedrückt, um einen Flächenangriff auszuführen, um den Gegner im Umkreis Schaden zuzufügen. Okay. Das war relativ einfach. Wir werden vielleicht auch mal, obwohl es wird automatisch gelootet, traumhaft, ne? Das wäre für jeden MMO-Spieler, glaube ich, das Beste, was es gibt. Automatischer Loot. Alles umkloppen und automatisch looten. Ja, den Trupp kenne ich natürlich auch. Barrett, Jesse, Bix. Wedge heißt, glaube ich, der andere. Was haben wir hier? Die ATB-Leiste füllt sich automatisch, ja? Das ist auch klar. Kannst du Gegenstände wie Magie und Fähigkeiten einsetzen? Okay, das ist neu. Das kenne ich so nicht. Aber das... Okay, jetzt habe ich hier... Ich habe hier was... Was ich anscheinend blocken kann. Ich habe jetzt einfach mal irgendwas gedrückt, weil wir spielen gerade mit Controller. Das war abzusehen. Okay, außer von Kämpfen können wir das Hauptmenü und die Karte öffnen. Mit einem Pfeil können wir automatisch drüber laufen, wenn wir solche Stellen haben. Da ist er. Okay. Alles noch Tutorial bisher. Ich weiß noch nicht, wie ich die Folgen schneiden werde, deswegen werde ich jetzt erstmal eine Stunde aufnehmen. Und dann werden wir mal gucken, weil das wird ein reines Offscreen-Projekt wahrscheinlich werden. So, du kannst gegnerischen Angriffen mit RB, also blocken, das ist das, was ich gerade irgendwie rausgefunden habe, oder ihnen ausweichen. Sofort ergeben! Ich muss den Rücken frei. Zu spät. Die Kamera ist ein wenig nervig. So, Gefühl gerade, das passt halt nicht gerade zu dem Kampf gefühlt. Keine große Sache. Na, das war relativ einfach, aber das ist auch nur das Tutorial bisher. Durch das Drücken von Y kannst du zum Beispiel Kisten oder mit Personen sprechen. Also Kisten öffnen und mit Personen sprechen. Ja, deswegen interagieren, da reicht das, wenn wir einmal drücken. Dann mal Heiltrank, sehr schön. Ist auch hier so auf dem ersten Blick auf dem PC sehr schön gemacht, muss ich sagen. Schon auch sehr viel Arbeit gewesen, dieses Projekt so zu gestalten. Ist denn sonst noch irgendwas? Ich laufe immer ganz gerne rum und gucke mich um. Wenn du Frachtkiste von Shinra stößt, sollst du versuchen, sie mit Y, sag ich schon, mit X zu zerstören. Okay. Da bekommen wir dann so Heilungssachen für Mana und Leben. Unten steht der Zug. Das ist der, mit dem wir gerade gekommen sind. Dann könnte ich jetzt reden. Geht das automatisch? Doch, geht automatisch. Ja. Und? Erklärst du mir jetzt endlich, was ein Soldat bei uns will? Schmeißt er seine Karriere für uns hin? Wie hieß er gleich? Sein Name ist Cloud Strife. Oh. Und ja, den Job hat er hingeschmissen. Bei Missionen wie dieser hier kann ein echter Profi im Team nicht schaden. Ich beschwere mich nicht. Denk nicht, ich wäre einer von euch. Wenn das vorbei ist, bin ich weg. Nicht gerade ein Sonnenschein. Aber dafür ziemlich hübsch. Ja, nicht das wieder. Bei so einem Gesicht immer doch. Und was stimmt mit meinem Gesicht nicht? Wo soll ich da nur anfangen? Schon gut, behalt's für dich.
Ja, ich würde auf die Haarfarbe tippen. Er ist blond und er hat schwarze Haare. Auf dich können wir uns echt voll verlassen, oder? Mal gucken, ob die anderen mit den anderen beiden auch noch reden können. Nein, können wir nicht. Aber mit Barrett können wir reden. Bin mal gespannt, wie sie seine Geschichte ins Spiel bringen werden. Du würdest wohl kaum so viel riskieren, wenn du nur auf die Pagil aus wärst. Du bist wie wir. Dir geht es doch auch um das Wohl unseres Planeten, nicht wahr, Cloud? Nicht wirklich. Komm jetzt. Du kostest uns viel. Hoffentlich bist du es wert. Sehr schön, das Spiel automatisch gespeichert. Ah, guck mal hier, wir können unsere Gegner automatisch anvisieren. Oh, komm her, Happa, Happa. Kann so schnell gar nicht reagieren, wie die auftauchen. Oh, Schock gibt ein bisschen mehr Damage. Den Schock kenne ich auch aus den anderen Teilen. Da war der auch mal inbegriffen, dass man dann halt mehr Schaden verursachen kann. Ich weiß aber nicht, in welchem Teil das angefangen hat. Das weiß ich nämlich jetzt aktuell nicht. Also ich habe schon mal Final Fantasy gespielt, aber noch nicht alle. Hey Cloud, nimm den Aufzug nach oben. Wir warten hier auf dich. Ja, wir nehmen gleich den Aufzug. Ich kann jetzt nicht ins Menü. Schade. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob das Schwert, ob sie den Namen übernommen haben aus dem anderen Teil. Also aus der alten Version. Ich wollte eigentlich ins Gegnerdatenbank Magie Gegenstände. Kann ich nicht auf den Charakter zugreifen? Das ist alles mit Fragezeichen. Okay. Die haben Feuermagie dabei, okay. Nein, haben sie nicht. Die haben es Panzerschwert genannt, okay. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, heißt nämlich das Schwert normalerweise Bastardschwert, glaube ich. Und nicht Panzerschwert. Aber ich müsste da nochmal nachgucken, bevor ich jetzt irgendwas erzähle und das nachher nicht stimmt. Warum macht ihr das Tor nicht komplett auf? Ist doch viel einfacher. Oh, Besuch. Für dich. Immer auf den Dicken. Gehört zum Job. Okay, es waren jetzt nur zwei Stück. Ich hätte jetzt gedacht, das wären mehrere. Die kriegen wir nicht kaputt. Weil die Musik ist auch sehr schön gemacht.
Ja, also auch im Original macht Witch dasselbe. Ich muss mal gucken, ob ich den 7. mal noch hab im Steam. Dann lade ich den mal runter, dann gucken wir uns das auch mal an. Aber nur den Anfang quasi. Loyale Soldaten wie du, die Shinra das lästige Ungeziefer vom Hals halten. Sicher nicht dein erster Reaktor. Also bring mich zur Brücke, wo sie das Mako sammeln. Hast du deine Zunge verschluckt? Kuschst wohl immer noch vom alten Herrchen, was? Erbärmlicher Schoßhund! Aber stell dich ruhig quer! Wir ziehen das mit oder ohne dich durch! Die Mako-Reaktoren sind von Baujahr zu Baujahr verschieden. In so einem war ich noch nicht, aber ich finde mich schon zurecht. Warte kurz. Bix kümmert sich um die Tür. Ich guck gerade, ob ich noch mit jemandem quatschen kann. Keine krummen Touren. Keine krummen Touren. Alles klar, weißt Bescheid. Immer mit der Ruhe. Ha, geschafft. Was zum... Die Tür! Hey! Hände hoch! Wollte ich auch gerade sagen. Wenn du Y drückst, führt ein aktiver Charakter eine Spezialfertigkeit aus. Cloud wechselt mit Y aus seiner flinken Arounder-Haltung in die Offensivhaltung. Dieser ermöglicht stärkere Angriffe auf Kosten der Defensive. Okay. Bewegt sich langsamer, kann aber stärkere Angriffe ausführen. Außerdem ist es möglich, geblockte Nahkampfangriffe zu kontern. Wow. Wir können keine Distanzangriffe oder Magie blocken. Durch Ausweichen wechselt Cloud automatisch zur Rounder-Haltung. Okay. Gut zu wissen. Ich muss aber die Taste, jetzt habe ich nicht genau hingeguckt, also ich musste glaube ich die Taste drücken die ganze Zeit. Sonst funktioniert das nämlich nicht. Weiter geht's. Oh, schade, wir können keine Kartons kaputt machen. Bleib bei der Sache. Ein Charme haben wir bei eBay gekauft. Alles geskillt. Die Codes hat uns jemand aus der Splittergruppe zugespielt. Na, im Grunde sind wir gegangen. Es gab da ein paar Differenzen. Ha, Kinderspiel. Dann haut mal rein. Ich passe hier auf. Als ob er allein die ganzen Wachen aufhalten könnte, wenn da welche kommen würden. Der Aufzug ist gerade noch unten. Drück mal den Knopf da. Ab hier wird der Reaktor noch besser bewacht. Also mach keinen Mist, verstanden? Du bist mit Tifa befreundet? Geht mich ja eigentlich nichts an, aber wie gut befreundet? Tifa und ich. Dieses Ungeziefer da auf ihrem Bildschirm nennt sich Avalanche. Allerdings können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es dieselbe Gruppe ist, die damals das Attentat auf sie verübt hat. Die Untersuchungen laufen. Schon bald wissen wir sicherlich mehr. Während wir essen, während wir seelenruhig schlafen, die gesamte Zeit über saugt diese riesige Pumpe das Mako aus unserem Planeten.
Ohne Rücksicht, ohne Pause! Mann, du denkst wohl, das wäre egal. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Ganz ähnlich wie das tiefrote Blut, das in unseren Adern fließt. Schnallst du nicht? Was passiert, wenn Shinra so weitermacht wie bisher? Du hörst wohl die Schreie des Planeten nicht, du herzloser Großkotz! Kannst du sie denn hören? Und ab! Dann geh zum Arzt. Dir zeig ich's! Komm und zeig's mir. Oder auch nicht? An deiner Stelle würde ich mich lieber um mein eigenes Leben sorgen. Überlass das Schreien doch dem Planeten. Jetzt gilt äußerste Vorsicht. Alles, was auch nur irgendwie verdächtig erscheint, wird abgeknallt. Ist das klar? Das sind automatische Mittelstreckengeschütze. Mit deinem Schwert kommst du da nicht weit. Also lass ihm seinen Auftritt. Oh, hat er denn auch schon Materie drin? Die Waffe hat einen grünen Punkt. Dann wird der wahrscheinlich auch schon was haben, anders als im Original. Weil da hatte Barrett nämlich keine Materie zur Verfügung. Barrett tritt der Gruppe bei. Nice! So, Barrett ist auf die Distanzangriffe spezialisiert. Okay. Kann ich den jetzt wechseln? Wird mit Y einen mächtigen Feuerstoß aus, der die ATB-Leiste stark auflädt. Ja, habe ich gerade gemerkt. So, easy. Was haben wir da? Du kannst nach Lust und Laune bzw. nach Kampfsituation zwischen den Charakteren in einer Gruppe wechseln. Ah, okay, mit LT kann ich... Ah, okay. Also Cloud könnte ich jetzt sagen, hier, pass mal auf, ich mach mal einen Mutangriff. Ah, geile Sache. Das heißt, ich könnte quasi rein theoretisch durchgehend Barrett spielen. Oder Cloud und wollte nur sagen, hier pass mal auf, mach mal so und so. Sehr interessant. Das war's. Kalt wie eine Maschine. Mandus, was habe ich denn auf A? Achso. Ich glaube nicht, dass ich mich. Ich würde ganz gerne vorher speichern.